Gut gefüllt war sie, die Muldentalhalle, denn immerhin fanden über 300 Fußballbegeisterte den Weg zum ersten Grimmauer Traditionscup. Organisiert von Stefan Tröger und René Schmidt konnten neben den Grimmauer Gastgebern Traditionsmannschaften vom 1. FC Magdeburg, 1. FC Lok Leipzig, FC Erzgebirge Aue, vom Chemnitzer FC und dem VfL Bochum auf dem Parkett begrüßt werden. Es war nicht nur für die angereisten Traditionsmannschaften ein Wiedersehen. Auch mancher Fan freute sich, den einen oder anderen Spieler aus seiner Jugendzeit einmal wieder in Aktion zu sehen. Im Modus jeder gegen jeden standen somit 15 Spiele im Spielplan. Bei einer Spielzeit von 13 Minuten wurde pünktlich um 16.15 Uhr die erste Partie angepfiffen. Die vom jahrelangen Manager Wolfgang Schlick zusammengestellte und von Klaus Hafenstein gecoachte Grimmauer Mannschaft bekam es im ersten Spiel gleich mit dem 1. FC Magdeburg zu tun. Zur Freude des blau-weißen Anhangs übernahm dieser bereits in der ersten Minute die Führung. Tim Kreibich brachte seine Farben nach vorn. Grimma gab aber nun nicht gerade klein bei und konnte bereits 2 Minuten später den Ausgleich erzielen. Mit Rücken Nummer 15 ließ Andi Müller das gegnerische Netz erzittern. Grimma sorgte sogar für die erste Überraschung an diesem Abend. Durch 2 weitere Treffer von René Grossmann und André Schobo sicherte man sich die ersten 3 Punkte. Auch das nächste Spiel war nicht minder spannend. Der Chemnitzer FC bekam es mit der Probstheiderer Loksche zu tun. Durch Tore von Steffen Kellig, Boris Lutschig und Hendrik Liebers konnte der CFC 3-mal in Führung gehen. Doch schaffte es die Lokomotive immer wieder auszugleichen. Hier waren Markus Wulftange und mit 2 Treffern Matthias Zimmerling erfolgreich. Ein Spiel, welches so recht den Geschmack des Anhangs traf, sah lange keinen Sieger. Doch Sekunden vor Ertönen der Schlusssirene war es Thorsten Winklers Treffer, der die Loksche aus Leipzig als Sieger vom Platz gehen ließ. Die letzten 2 Mannschaften, welche sich der Herausforderung dieses Turnieres stellten, waren der VfL Bochum und der FC Erzgebirge Aue. Beide Teams ließen den Ball sehr gut durch die eigenen Reihen laufen und sorgten somit für jede Menge Beifall unter den Fans. Legte Björn Joppe für Bochum erst einmal vor, schafften die Auer leider nur durch Thorsten Gürke den Anschlusstreffer. Durch 2 weitere Tore von Peter Peschel bezwangen die Bochumer die Erzgebirgler aus Aue mit 4:1. In keinem der Spiele des Turniers fielen weniger als 3 Tore. Nur 2-mal trennten sich die Kontrahenten unentschieden. Eines dieser Spiele war das zwischen Grimma und den Probstheiderern. Sah der Gastgeber im Spiel gegen Aue beim 5:0 keinen Stich, musste man auch gegen Lok einem Rückstand hinterherlaufen. Doch drehte man durch 2 Treffer von Andi Müller den Spieß wieder um. Abermals glichen die Leipziger durch Zimmerling aus, bevor erneut Müller Grimma wieder nach vorne brachte. Die nächsten 3 Punkte waren greifbar nah, doch sollte Markus Wulftange diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen. In der letzten Spielminute erzielte er das 3:3. Spiel auf Spiel folgte an diesem Abend. 85 Tore wurden erzielt, bevor gegen 21 Uhr dann der Sieger feststand. Mit 10 Punkten und 17 erzielten Treffern belegte der VfL Bochum den 1. Platz. FC Erzgebirge Aue und der 1. FC Magdeburg folgten ihnen auf den Plätzen. Der Gastgeber konnte sich letztlich noch vor dem Chemnitzer FC und dem 1. FC Lokomotive Leipzig auf Platz 4 spielen. Bester Torschütze wurde mit 6 Treffern vom FC Grimma Andi Müller. Am besten im Kasten bewegte sich der Chemnitzer Thomas Vollmann und der Auer Thorsten Gürke wurde einhellig zum besten Spieler gewählt. Nach diesem gelungenen 1. Grimmauer Traditionscup steht jetzt schon der Termin für die 2. Auflage fest. Gespielt wird am Samstag, dem 29. Dezember.